Ahoi und willkommen zu einer neuen Folge Rise of Minecraft. Ihr seht, ich bin immer noch fleißig dabei, am Todesstern ein wenig rumzubasteln. Und die allermeisten waren ja wirklich dafür. Ich habe jetzt vor der Aufnahme gar nicht mehr geguckt. Die Folge nehme ich übrigens heute genau an dem Tag auf, an dem ihr sie auch seht. Also eine ganz aktuelle Folge. Wie gesagt, ich habe jetzt noch nicht wieder reingeguckt, wie es im Moment aussah. Allerdings habe ich die ganzen Tage immer wieder zwischendurch reingeguckt und habe gesehen, dass doch die allermeisten ja dafür zu sein scheinen, hier in den Todesstern einzuziehen. Und ich habe mir Folgendes überlegt. Und zwar gäbe es doch die Möglichkeit, dass wir schon alles da unten lassen, was im Moment unten ist. Sprich, der Kern bleibt unten, das Lager wird unten bleiben. Aber alles, was hier weiter vorne ist, was sowieso noch umziehen muss, das Mechanismus bleibt unten und auch die Farm bleibt unten. Aber alles, was wir noch bauen wollen, sprich Automatisierung, ein bisschen Vorratslagerung, also keine Ahnung, dass eine Maschine immer dafür sorgt, dass 2000 Glas im System sind, irgendwie sowas. Das und zum Beispiel eine Mobfarm, die wir ja noch brauchen. Das wären dann so Kandidaten, wo ich sagen würde, die könnten doch gut hier oben mit einziehen. Und ich glaube, das wird auch schon dann die Variante sein, mit der wir uns in den kommenden Folgen ein wenig beschäftigen. Ihr hört heute noch eine Folge oder seht und hört eine Folge, die ich noch weiterhin mit meinem Headset aufnehme. Es ist zwar heute mein neues Mikrofon angekommen, aber leider kommt die Spinne erst morgen, also die Halterung für das Mikrofon. Und der Arm, der kommt sogar erst am Freitag wahrscheinlich. Also da, wo die Mikrofonhalterung und dann entsprechend eben das Mikrofon auch mit in meine Richtung gedreht werden können und festgehalten werden können. Und freihändig kann ich noch nicht spielen. Deswegen wird es erstmal bis Ende der Woche wahrscheinlich noch Folgen geben. Mit ein wenig Rauschen im Hintergrund, so wie ihr es bisher kennt. Also es wird nicht schlechter jetzt, sondern genauso wie bisher ein wenig Rauschen. Manchmal wird der Ton ja auch etwas dumpf. Das liegt einfach daran, dass es ein klassisches Headset-Mikrofon ist, so wie ihr vermutlich, Entschuldigung, so wie ihr vermutlich zu Hause auch eins habt. Und für solche langen und ja, dann qualitativ höherwertigen Sprachaufnahmen sind diese Headsets einfach nicht geschaffen. Wie gesagt, das Mikrofon liegt hier, liegt auch vor mir gerade auf dem Schreibtisch. Das werdet ihr dann zukünftig auch in der Videobeschreibung finden. Deswegen werde ich da jetzt gar nicht groß viel mehr zu sagen. Naja, es liegt auf jeden Fall hier. Ab Ende der Woche, denke ich, wird dann die Aufnahmequalität, was den Sound angeht, besser, was den Inhalt angeht. Also wahrscheinlich werde ich immer noch ganz viel Unfug erzählen. Aber dann könnt ihr es eben in besserer Qualität hören. Vermutlich werde ich das mit einem kleinen Livestream einweihen. Wann das geschehen wird, das muss ich natürlich dann davon abhängig machen, wann ich die Sachen bekomme. Und ihr kennt das, Livestreams mache ich immer so ein bisschen spontaner. Auf Twitter bleibt ihr da auf dem Laufenden. Ich versuche auch, dass das YouTube-Video für die Ankündigung hochzuladen. Dann sollte eigentlich jeder Bescheid bekommen. Ja, Todesstern wächst. Ich bin immer mal, wenn ich 5 Minuten Zeit habe, bin ich da drin. Hier auf dem Server und hau schon mal ein paar Steine in den Todesstern. Sonst hat sich nicht viel getan. Ich weiß nicht, habe ich diese Farm überhaupt schon gezeigt? Ne, ich glaube nicht, ne? Genau, wir hatten die Glowing Reed Farm gemacht und da habe ich gesagt, ich werde die offscreen überdachen. Ob ich dann gezeigt habe gestern, was daraus geworden ist, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall habt ihr es jetzt gesehen. Und Glowing Reed Farm haben wir natürlich deswegen gebaut, weil wir mit Glowing Reed ganz einfach Glowstone Dust herstellen können. Aber wir können es zwar etwas mit einem Umweg, aber doch relativ simpel, und das habe ich schon mal vorbereitet, mehr rausbekommen. Nämlich aus einem Glowing Reed nicht nur zwei, sondern drei Glowstone Dust. Und bei der Menge, ich guck mal eben, als ich das letzte Mal geguckt hatte, waren es 2500 Glowing Reed und dann macht das über die Menge doch schon einen Unterschied.
ob wir jetzt das Zweifache oder das Dreifache bekommen. Deswegen habe ich mich auf jeden Fall für die Lösung mit dem Pulverizer entschieden. Sowas, was dann automatisch Sachen pulverized etc. Das wird dann auch in den Todesstern ziehen, wenn wir denn soweit sind. Es geht leider nicht mit der, weder mit der Crushing noch mit der Enriching Factory, habe ich ausprobiert. Das wäre noch etwas schneller und effizienter. Aber darauf haben wir keinen Einfluss. So, verfolgen haben wir damit angefangen. Und ich lege mal etwas nach eben. Glow. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stacks. Und Moment, ich brauche noch Sand. Und zwar 1, 2. Moment, ich brauche Gravel. In die Crushing. Wenn mich nicht alles täuscht, genau. Da brauchen wir nämlich 3 Stack Sand erstmal da rein und die vierfache Menge an Glowstone. Kleiner Tipp, wenn ihr den Alloy-Smelter ein wenig automatisiert betreibt, legt auf jeden Fall immer zuerst, wenn ihr zum Beispiel jetzt Enlighted Clear Glass backt, so wie ich gerade, legt zuerst den Glowstone rein, denn sonst wird Quite Clear Glass daraus. Und damit kommt ihr nicht viel weiter. So, ich hatte mir nämlich Folgendes überlegt, dass wir diese Glasdecke hier. Moment, ich kann das doch so machen. Ruckzuck zwei dick machen. Dann kommt nochmal der Laboratory Block. Die Factory Blocks lege ich jetzt erstmal beiseite. Den Precision Sledgehammer. Ja, genau, das kann ich noch einmal zeigen, bevor wir hier weitermachen. Diese Rancher sind angeschlossen. Diese Rancher hier sind noch nicht angeschlossen. Da stehen erstmal nur Kisten dahinter. Weil die Kisten bzw. die Conduits, wenn es angeschlossen wird, dann allerdings aus dem Chunk ragen, werde ich wahrscheinlich das Ganze doch noch wieder einen Ring verkleinern, sodass die näher zusammenrücken. Dann wird hier auch der Spalt weg sein, beziehungsweise wird nur noch ein Block breit sein. Und ich glaube dann, ja, dann soll das reichen. Dann haben die Schafe halt einen Block Spalt Platz, wo sie sich entspannen können, ohne geschoren zu werden. So, jetzt kann ich, habe ich euch das gezeigt, kann ich den Hammer auch wieder wegtun. Die Factory Blocks, das Bone Meal, was ich noch im Inventar hatte. Und wir holen uns noch ein wenig von dem Glas. Pfeifen uns einen schmackhaften Fleischbarren ein und gehen wieder nach unten. Und da können wir uns erstmal an Laboratory Blocks bedienen. Und genau die eben auch hier nach unten ziehen. Das machen wir mal so. So. Boah, mit dem Tool weiß ich gar nicht, wie ich die Folgen noch füllen soll. So, wir nehmen die Carpenter-Blöcke. Oh, davon haben wir nicht mehr so viele. Die müssen wir mal einprogrammieren, damit wir die automatisiert craften lassen können. Dann werde ich hier die Wedges so hinsetzen. Als Decke hatten wir uns ja überlegt, kommt der, was hatten wir uns denn da überlegt, Schönes? Genau, der Laboratory Block Enameled Wall. Ist eigentlich so ein Klassiker. Nur bin ich mir gerade doch nicht mehr sicher, ob wir den nehmen, weil der nicht so geil connected in den Blöcken hier oben, in den Carpenter-Blöcken. Deswegen denke ich, probiere ich doch erstmal aus, mit dem hier zu arbeiten. Weil bei dem funktioniert, also fällt es eben halt nicht auf, wenn. Na. Mit dem Jump Boost ist das relativ schwer zu fliegen. Mit dem fällt es halt eben nicht auf, wenn die Blöcke nicht connecten, weil die sowieso definierte Ränder haben, so oder so. Und ich glaube, dass wir dann auch doch dabei bleiben, diese hier zu nehmen. Das sieht, glaube ich, nicht ganz kacke aus. Sieht halt die Decke und der Boden gleich aus, aber das juckt mich ehrlich gesagt nicht so dolle. Das einmal hier nach unten, bitte. Super, ich liebe dieses Tool jetzt schon.
Da weiß ich gar nicht, ob wir das verstecken müssen. Ne, das ist auf Höhe der Storage Units, ne? Kann ich jetzt so gar nicht sehen. Was ist das denn für ein Block da? Ein Laboratorieblock. Was habe ich denn da für einen Unfug gebaut? Hä? An welcher Stelle kommen wir da raus? So, auf jeden Fall kann man hier sehen, das ist die Ebene, wo dann die Storage Units stehen werden. Das heißt, das Kabel brauche ich gar nicht mehr umlegen. Beziehungsweise dann erst, wenn da hinten die ganze rote Geschichte ausziehen wird. Dann müssen wir hier noch die Laboratory Blocks setzen. Und wenn wir die fertig haben, können wir auch die ganzen Storage Units schon aufstellen, beziehungsweise wir craften erstmal ein paar Fluix-Kabel, denn die Verkabelung werde ich weiterhin mit Fluix machen. Dense Kabel, Fluix. Das ist doch das Kabel der Wahl. Ich gehe mal einfach davon aus, dass wir nicht mehr so richtig viel davon haben. Okay, wir haben auch nicht mehr so richtig viel Glas. Okay. Dann hauen wir mal eben den Sand, den wir da gerade durchgeschmolzen haben, gecrushed haben, in die Schmelze. Dann haben wir auch gleich ein wenig mehr Glas. Das dürfte jetzt schon im System angekommen sein. Glasikowski, ab dafür, rein damit. Das ist noch quite clear, okay. Nicht, dass er mir mein Enlighted-Glas kaputt macht. Kertus-Quarz. Haben wir nur 43.000. Da wäre ich fast runtergefallen. Das war, glaube ich, auch in dieser Maschine. Das kann jetzt in Ruhe vor sich hincrushen. Wir nehmen erstmal das erste bisschen schon mal mit. So sieht das aus. Okay, das soll jetzt auch reichen an Quarzfiber. Dann machen wir daraus die Fluix Fibers oder Fluix Cable. Die kommen auch zurück ins System. Sind uns die Fluix Kristalle ausgegangen, aber das ist erstmal. Wir hoffen erstmal, dass wir damit ein bisschen weiterkommen. Automatische Wolle haben wir ja. Oh, das sieht schon gut aus. Dense-Kabel. Nee, wir brauchen nicht grau, sondern einfach das ganz normale Dense. Und bauen erstmal unten fröhlich auf. Dann gucken wir, welche Farbe wir uns schnappen, um den ganzen Aufbau hier anzuklemmen an den Kern. Jetzt muss ich einmal gucken. Ich hatte ein Dense oben, ein Dense unten. Wir brauchen immer zwei Farben. Nein, eine Farbe. Genau, das ist als Schlaufe so verbunden. Dann gehen wir doch hier direkt wieder runter. Runter, sag ich. Hier hoch und dann geht das Dense hier entlang. 8 breit. 1, 2, 3, 4, 5. Na, hier kann ich besser zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 noch. Und oben genauso. Dazwischen 2 Platz. Und es hat schon wieder angefangen zu regnen. Was mir nur jetzt auffällt, ist, dass wir viel zu viele Dense-Kables gemacht haben und jetzt gar keine Covered Cable mehr über haben. Deswegen nehmen wir uns mal drei Stack hiervon, drei Stack hiervon und das Charged auch nochmal drei Stack. Gehen zu der lustigen Kammer da vorne, die wir. Oh, ja, fallen erstmal ins Loch. Hoppala. Die lustige Kammer, die jetzt hier vorne hängt.
und schmeißen mal alles rein. Und davon auch. Und dann haben wir wieder ein paar Fluix. Jetzt müssen jetzt 6 Stack werden, oder? Täuscht das? Nein, das täuscht nicht. Und die sind wirklich super easy zu craften. Genau, ja. Covered Cable. Da war ich stehen geblieben. So. Dafür brauchen wir die Cables. Cablesys. Und Covered Cable Fluix, bitte. Achso, das ist Dense. Dense-Kable. So, Covered Cable. Raus damit. Wir warten auf den Server und haben ein paar Covered Cable gemacht. Okay, dann brauchen wir noch den Cable Anchor. Oh, Blood Moon is Rising. Anchor. Der ist immer so schwer zu finden, weil er so winzig klein ist. Dafür müssen wir, habe ich mir fast gedacht, den Meißel bauen. 1, 2, 3. Bauen wir mal gleich 3. Dann können wir in Zukunft in Ruhe hier Cable Anchor craften. So, das Clear Glass mal weg. Ein Covered Cable, weit fortbewegen müssen wir uns auch nicht, beziehungsweise doch. Eventuell müssen wir zu Fitzes und den Blood Moon ausstellen, wenn es einfach zu dämlich aussieht. Zack. Dann sind wir hier unten und schließen. Genau so nicht an. An jeder zweiten. 2, 3 und 4. Und jetzt kommen die Anker zum Einsatz. Jetzt seht ihr mal, wie ich das aufgebaut habe. Genau so nicht. Da noch 2. Und da noch 2. Und hier ebenfalls 2. 2 einfach für die Optik. Es würde auch mit einem funktionieren, dass sie nicht mehr connecten. Und ich weiß, es ist hinter der Wand, aber ganz ehrlich, da brauchen wir jetzt auch nicht an Cable-Ankern sparen. So, das Ganze auf der Ebene auch noch. Aber nicht da. Schon wieder raus da. Das ist halt immer nur so ein bisschen fummelig, dass man da den richtigen Punkt zum Connecten der Anker erwischt. Auf der Seite haben wir es noch nicht. Und ganz hinten auch noch nicht. Und auf der anderen Seite ganz hinten ebenfalls noch nicht. Also es war schon nicht übertrieben, dass ich da irgendwie 258 Cable Anchor gerade gecraftet habe. Ganz genau so. Und jetzt geht jeder zweite wieder nach oben. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich das... Ups. Von der Struktur her, ob ich da noch richtig bin. Ich glaube schon. Genau, und dann gehen die einen nach vorne. Moment. Ich glaube, ich bin falsch. Es geht alles nur eins nach vorne. Denn auf der Ebene hier werden schon die DSUs stehen. Wenn wir das hier abgebrochen haben, dann teleportieren wir uns einmal rüber zum Fitzes. Denn der hat... Wo ist er? Wo ist er? Da. Denn der hat die... Warum ist bei ihm kein Blood Moon? Wie geil! Wir haben gerade rausgefunden, dass wir uns mit dem Charm of Dislocation vom Blood Moon befreien können. Wer es noch nicht wusste, ich wusste es auch noch nicht. Könnt ihr euch mal merken. So, wir gehen jetzt hier wieder jeden zweiten hoch. Verteilen dann wieder die Anker an jeder Seite. Zwei Stück. Diese. Diese. Diese und diese.
Also dieser Dislocation Charm scheint da ganz schön in der Minecraft-Welt rumzufuschen, wenn dadurch sogar der Blood Moon weggeht. So, und hier geht jetzt jeder zweite wieder nach vorne. Da kommen nämlich die Monitore dran. Erst die Anker an der richtigen Stelle. Das Ganze dann auch nach oben. Das mache ich gleich. Denn da werden ja auch noch die Monitore oben drüber sein. Das ist immer ein bisschen frickelig hier, dieser Aufbau von meinem Lager. Ich muss mal einmal den Jump Boost Multiplier ausstellen in den komplett in den Configs, in den Einstellungen hier von Draconic. Das nervt unwahrscheinlich. Ich kann nicht richtig jumpen, weil jedes Mal beziehungsweise richtig fliegen. Jedes Mal, wenn ich die Leertaste drücke, fängt er erstmal an, 20 Kilometer in die Höhe zu springen. Und statt zu fliegen. Und deswegen muss der Jump Multiplier raus. So, hier oben schon mal die Anker drauf. Das Ganze passiert hinten auch nochmal. Ganz genau so. Und was mir aufgefallen war beim letzten Mal, als ich hier offscreen ein wenig gewerkelt habe und oben das Lager inspiziert habe, wenn ihr so ein Lager nachbaut, dann müsst ihr immer zwischendurch doch mal reingucken. Deswegen ist es ganz praktisch, dass die Anker, dass die Bildschirme direkt neben den oder an den DSUs mit dran sind bei diesem Aufbau, weil man dann immer überprüfen kann, wie viel von diesem Zeug habe ich im gesamten System. Eben was da in der DSU sein soll und wie viel ist wirklich in der DSU. Ich zeige euch das mal kurz. Denn wir hatten an der hier vergessen einzustellen, dass es nicht mehr das Industrial Craft Lab beinhaltet, sondern das neue von, weiß ich nicht, Thermal oder so war das. Und da waren hier nur 30.000 drin statt 245.000. Und wenn ihr so einfach reinguckt, dann muss das übereinstimmen mit dem, was die Anzeige da sagt. Ja, alles, was unter 1.000 ist, das juckt euch jetzt nicht. Ja, das kann auch durch Rundungen etc. kommen. Aber wenn das da große Abweichungen eben in dem Bereich gibt, dann seht ihr schon, dass da irgendwas schief läuft. Und solltet da nachbessern. Da habe ich dann einfach im Storage Bus das richtige Ingot dann wieder eingestellt. Und nochmal vom Kern mir ein Kabel rübergezogen zum Exportieren. Und dann hatte ich relativ schnell den Fehler auch wieder behoben und wir hatten etwas mehr Platz auf unseren Disketten wieder. Denn Disketten haben wir ja nach wie vor nicht so super viele und die werden dann wahrscheinlich hier in die oberste Etage einziehen, habe ich mir überlegt. Und ja, Fluid Storage werde ich ja auch in diesem Stil hier machen. Und zwar mit den Bedrockium Drums, von denen wir schon unwahrscheinlich viele bauen können. Wenn wir da mal hier reingucken. Bedrockium, da haben wir mal 12 Blocks und noch 23 Ingots und noch ein Fass über. Und des Weiteren haben wir, wie heißt das Zeug? Octuple 10, Octuple Compressed Cobblestone. Also da können wir wirklich eine ganze Menge Fluid mit storagen. Und auch Cable Anchor an die falsche Stelle setzen. Ja, das ist einfach das Nervigste. Liegt aber auch halt daran, dass ich mich entschieden habe, immer die Anker voll auszufüllen. Auch wenn man es hinterher überhaupt nicht mehr sieht. Wir sind auch schon wieder so weit, dass wir das Folgenende erreicht haben. Ich zeige euch jetzt noch an einer Stelle beispielhaft, wie ich das Ganze anschließe. Und dann würde ich euch liebend gerne weiter auf die morgige Folge Rise of Minecraft verweisen. So, an dieser Stelle wieder zwei Anker.
Dann kommen hier die Units drauf, hier die Units hin, da die Conversion Monitore. Und das machen wir jetzt mal mit einer Deep Storage Unit. Die stellen wir schon mal alle hier hin, dass die unterste Reihe schon mal voll ist. Und dann gucken wir mal, haben wir einen Storage Bus? Natürlich nicht, doch. Fluid Storage Bus. Ja, nee, den brauchen wir nicht. Noch nicht. Wir brauchen einen Storage Bus. Ihr seht es wahrscheinlich schon in der Videolänge. Hat er sich verabschiedet, der Idiot? Oder schon auf die morgige Folge verwiesen? Und dann dauert es aber noch eine Dreiviertelstunde, bis er fertig hat, was er noch zeigen wollte. Bauen wir mal so 3 bis 17 Pisten und ein wenig Slime. Auch von den Bäumen werden wir einige anpflanzen, dass wir regelmäßig Slime bekommen. Storage Buses und einen Export Bus wäre auch nicht schlecht. Haben wir, glaube ich, noch sogar noch im System. Gucken wir mal hier. Export Bus, da ist er. Und dann gucken wir ins System, was ist denn viel vorhanden. Das wären in dem Fall die Certus Quartz. Nein, die Dias machen wir mal. Und die Shards, ja gut, die Shards. Die werde ich wahrscheinlich aussortieren, dass ich immer nur noch 2000 habe. Mit Hilfe von Level-Emittern, glaube ich. Weil so viele, also selbst wenn wir Thorncraft machen, wir brauchen niemals 2000 Charts. Das ist schon viel zu viel. So, Storage Bus dran. Den geben wir auf over 9000. Einfach, weil wir es können. Ah ja, dann geben wir ihm noch Dias. Dann geben wir hier Dias. Dann nehmen wir den Export Bus und ärgern uns, dass wir alle Dias abgegeben haben. Nehmen uns nochmal einen raus. Und sagen dem Export Bus, bitte exportiere Dias. Offscreen mache ich dann noch, wie heißen diese Dinger? Conversion Monitore da dran. Das seht ihr dann beim nächsten Mal, wie es fertig ist. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Bis morgen. Tschüss.